Heidi Klum, ich würde meine Mädels nie als dick bezeichnen. Nein, ich würde meine Mädels nie als dick bezeichnen, betonte Heidi Klum bei einer früheren GNTM-Pressekonferenz. Das ist ein Wort, das kommt nie aus meinem Mund. Ganz im Gegenteil, sie sei ja selbst nie die Dünnste gewesen und habe trotzdem Karriere gemacht. Allerdings wirft sie ein, tatsächlich sind Heidis Nachwuchsmodels während der Castingshow noch halbwegs normalgewichtig. Doch mit diesem Körper scheinen sie sich in der Branche nicht ernsthaft behaupten zu können, wie Julia Wolf verrät. Emilio Franceschini vom Luxuslabel Versace ätzte auch schon mal gegen die Beauties, sie seien zu breit. Und weiter, mehr zum Thema lesen, mager waren der Stars, diese Promis werden immer dünner. GNTM 2020, du wirst Germany's Next Topmodel gewinnen. GNTM Liliana, Todesangst vor dem Finale. Schmeißt sie jetzt hin, Ex-GNTM-Kandidatinnen, mager waren nach dem Finale. Ivana Teklic, 24. Mein Körper funktioniert de facto nicht normal, erklärt die Finalistin von 2014. Bleibt die Frage, warum sie ihren ausgemergelten Körper dennoch so stolz in Szene setzt. Elena Karriere, 23. Etliche Kilos hat die Hamburgerin seit dem GNTM-Finale 2016 verloren. Sie sagt bloß, solange ich gesund bin und mich fit fühle, ist alles okay, no worries. Julia Wolf, 25. Krass, was die inzwischen klapperdürre Kandidatin behauptet, ich bin einfach eines der dickeren Models, zieht sie den internationalen Vergleich mit Kolleginnen. Kim Nitzdo, 24. Nur ein Shake statt Dinner, die Blondine achtet sehr auf ihre Figur. Mein Körper ist mein Kapital, stellt die Gewinnerin der 11. Staffel klar. Lara Helmer, 27. Früher, schlank, heute, mager. Kein schöner Anblick, diese herausstehenden Knochen, urteilen Fans über die Kandidatin von Staffel 11. Sarah Amiri, 21. Sie gehörte zur Curvy-Fraktion in Staffel 13. Doch heute trägt Sarah nur noch Kleidergröße 34, wie sie ihren Followern stolz präsentiert. Weitere spannende Promi-News liest du in der neuen Ausgabe von OK. Jeden Mittwoch neu am Kiosk.